Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Stronghold Warlords. Heute machen wir weiter in der Kunst des Krieges Kampagne Sun Tzu. Mission 2. Es geht nicht ohne Verbündete. König Helo möchte den Chu-Staat angreifen, doch seine Kriegsherren sind bereits überfordert. Trotz Sun Tzus Erfolgen sahen sich die Wu gegenüber der Chu-Armee massiv im Nachteil. Nachdem diese so viele Provinzen eingenommen hatte, waren ihre Ränge ins Unermessliche gestiegen. Bevor König Helo die Gelegenheit hatte, eigene Armeen aufzustellen, schickte Nang Wa bereits Bataillons in die Länder der Wu, um deren Kriegsherren anzugreifen. Sun Tzu beeilt sich, die Vasallen des Königs zu beschützen, damit sie nicht untergehen. Lagebesprechung. Bereitet euch auf die kommenden Invasionen vor. Nehmt die übrigen Warlords in der Region gefangen. Lasst eure Warlords nicht den Chu zum Opfer fallen, beschützt den Fürsten um jeden Preis und schließt die Ziele ab, bevor die Zeit abläuft. Ich muss gestehen, ich habe die Mission schon gespielt, aber ich habe sie nicht geschafft, wie ihr sehen könnt. Und es war so katastrophal, dass ich mich dazu entschieden habe, es nochmal neu zu probieren, weil es, naja, es war einfach, sagen wir so, emotional. Und jo, also ich weiß jetzt schon, was man ungefähr machen muss und was man erwarten kann. Habe deswegen auch schon eine bessere Strategie eventuell, als wenn ich es jetzt das erste Mal spielen würde. Aber naja, ich habe es nicht geschafft, also von dem her habe ich den Vorteil schon mal nicht. Also ich habe trotzdem gefailt. So. Eine Nachricht von Sun Tzu. Wir stehen am Rande einer Klippe. Holt euch euren Vorteil, bevor der Feind angekommen ist. Genau. Also man wird nicht direkt angegriffen, sondern man hat eine Vorbereitungszeit. Und wir müssen unsere Kriegsherren verteidigen, Hoheit. Wir müssen bereit sein, jedem, der sie braucht, Verstärkungen zu schicken. Die müssen wir auch gut nutzen, diese Vorbereitungszeit. Verdammt gut sogar. Weil das Problem ist, dass man, jetzt hat man quasi einen 15 Tage Cooldown, aber man verliert nur, wenn man es nicht schafft, die beiden Warlords einzunehmen. Das sind die beiden hier, beides Panda-Bären. Ansonsten verliert man nur, wenn der Burgherr stirbt. Und dann hat man dieses Zeitlimit, das ist genau das gleiche Zeitlimit wie das hier oben, also der 15-Tages-Countdown. Und wenn der abläuft, dann beginnt erst die Invasion, dann beginnt eigentlich erst die eigentliche, wie sagt man, die eigentliche Challenge beginnt dann sozusagen eigentlich erst, genau. Und ja, wir farmen jetzt schon mal Diplomatiepunkte. Und zwar meine Taktik ist es jetzt, relativ simpel eigentlich. Ich will den Kriegsherrn hier, die Ratte, der ist auch neu, by the way, Stammesangehörige hat einen Schadensbonus. Und zwar ist es ein, ähnlich wie der Tiger, ein Warlord, der kämpft. Also den kann man Kämpfe ausführen lassen. Und naja, ist ja ganz einfach, man lässt ihn hier die Drecksarbeit machen, mehr oder weniger. Die sind ziemlich gut verteidigt und wie es da gerade schon stand mit Stammesangehörigen, also der benutzt die, naja, Stammeskrieger, die ja nicht besonders stark sind, leider. Aber nichtsdestotrotz ist es günstiger, Diplomatiepunkte. Ich meine, Diplomatiepunkte kann man ja relativ easy farmen. Ach so, wir haben eine Hilfsaxtschmiede, genau. Die kann man ja relativ einfach farmen. Und deswegen ist es eigentlich trotzdem leichter, Diplomatiepunkte in Anführungszeichen zu kaufen. Durch die Botschaften und so weiter und so fort. Und damit dann das Ganze angreifen zu übernehmen, statt mit den eigenen Soldaten. Und ja, das ist im Endeffekt auch mein Plan jetzt. Wir bauen jetzt hier aber trotzdem schon mal noch ein bisschen Zeug, um Kohle zu verdienen. Wir brauchen sehr viel Gold auf jeden Fall. Und wir haben auch zwei Schießpulverwerkstätten. Genau. Reis brauchen wir auf jeden Fall. Hier haben wir noch Waffen, die wir uns holen können. Dann haben wir die beiden Warlords, die wir noch besitzen. Das sind die Schildkröten. Die sind ja jetzt relativ easy zu beschützen, weil die sich selber beschützen können. Indem man die Burgmauern bemannen kann. Aber das können wir leider erst zum Schluss machen. Also erstmal brauchen wir das Gold. Jetzt kommt gleich erst die erste Holzladung. Die ist nochmal sehr, sehr wichtig. Die brauchen wir auf jeden Fall. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ich weiß, ich weiß. So. Jetzt müssen wir uns aber erstmal noch um die Nahrung kümmern, leider. Da haben wir nämlich noch nicht genug. Wo ist das Wurst schon? Damn, habe ich die so versetzt gebaut oder was? Crazy. Genau, das Salpeter und der Reis wird auf jeden Fall unser Einkommen sein, mehr oder weniger. Vielleicht noch ein bisschen Schweinezucht oder sowas. Sehr viel mehr wird leider nicht drin sein. Wo bauen wir denn die Unterkünfte hin?
Irgendwie so, dass sie nicht wirklich im Weg rumstehen. Aber auch nicht zu nah. Schon mal die beiden Sammelpunkte weiter weg davon setzen. Genau. So, da müsste die nächste Holzlieferung kommen. Genau. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Dann haben wir wie immer das Holzproblem. Keine Stronghold-Kampagne ohne Holzproblem. Dann können wir die Ratte nochmal verbessern. Ich glaube, zweimal noch, genau. Wir wollen sie natürlich maximal verbessern, damit die Angriffe die möglichst stärkste Wirkung haben, logischerweise. Weil wenn wir jetzt schon angreifen würden, würde uns das 60 Diplomatiepunkte kosten. Und der würde nicht wirklich krasse Sachen schicken. Also wir müssen ihn auf jeden Fall maximal verbessern. Genau. So, jetzt können wir ein bisschen Speed machen, weil es passiert erstmal nichts. Wir warten auf das Holz im Endeffekt. Waffen und so, das kommt alles erst relativ spät. So traurig das auch ist. Aber erstmal müssen wir uns um andere Sachen kümmern. Könnten jetzt sogar fast so weit gehen, noch ein bisschen Holz zu kaufen, aber ich glaube, es bringt uns jetzt... What? Okay, wo bleibt die Reisernte? Gut, dass ich pausiert habe, beziehungsweise langsam nochmal gemacht habe. Wow. Okay, ich habe diesmal extra drauf geachtet, dass es mir beim ersten Mal passiert, hätte ich beinahe deswegen verloren. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Das Fleisch können wir auf jeden Fall noch verkaufen. Nicht genügend Waren. Uff, jetzt muss ich echt nochmal Reis kaufen, das ist natürlich bitter. Wow. Ihr seid eine Schande. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Ein Schuhüberfall. Ich weiß nicht, warum diese Meldung immer kommt, das stimmt nicht, wir werden nicht überfallen. Das ist ein Fehler. Also da ist überhaupt kein Überfall. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, ja, um dieses Gebäude zu betreiben. So viele Reisfelder und niemand macht was. Wir haben halt nicht mal mehr Bauern, um noch mehr Reisfelder zu besetzen. Jetzt kommen mal ein paar Typen. Zeitgleich. Jetzt müsste es erstmal gut sein, hoffe ich. So. Ich will eigentlich nicht so viele Häuser bauen. Wir haben schon minus 3. Weil es uns sogar geboostet hat, also war es gar nicht so schlecht. Genau, so schön das Holz auf jeden Fall im Auge behalten. Diplomatiepunkte. Ah, die Straße habe ich vergessen. Für den Punktebonus. Mist. Okay. Jetzt bauen wir noch das zweite Konsulat. Damit die Ratte einsatzbereit ist. Die dreckige. Die dreckige Ratte. 10 Tage nur noch, das geht so schnell, da muss man echt aufpassen hier. Noch nicht. Und der kann uns dann auch Waffen liefern. Die Ratte kann uns dann auch Waffen liefern. Das sind zwar nur Äxte, aber es ist trotzdem nicht schlecht. So, dann machen wir vielleicht noch eine Schweinezucht zum Gold verdienen. Genau, und ja, das ist im Endeffekt der Plan hier. Gold, die Ratte und die Schildkröten, alles mit Diplomatiepunkten im Endeffekt. Und selber, also das ist zumindest mein Plan, selber gar nicht so wirklich auf Soldaten und Waffen zu gehen. Man kann auch kein Eisen wieder abbauen, wieder einmal. Das müsste man sich permanent zukaufen. Geht's überhaupt? Ja, aber es ist ja ziemlich teuer. Können wir dann schon machen eventuell. Aber ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, wichtig ist auf jeden Fall erstmal. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, die beiden Warlords einzunehmen und die beiden Schildkröten zur Verteidigung ready zu machen. Nicht genügend Holz, Hoheit. Ja, moin, wann kommt denn da mal wieder eine Holzladung? Hallo? Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ich merk's. Okay. Da müssen wir jetzt mal ein schöneres Haus bauen, fürchte ich. Sonst gehen uns die Bauern hier noch die Barrikaden hoch. So. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. 9 Tage haben wir noch. Aber wir haben auch schon schön... Also ich glaube, ein überragendes Haus bauen wir ja nicht, weil wir einfach so wenig Holz haben. Das ist auch gleich alles abgebaut. Wir machen nur ein schönes Haus. Mehr ist nicht drin. Genau. Ja, dann verkaufen wir nochmal... Jetzt haben wir gar nichts mehr. Stein können wir ein bisschen verkaufen. Genau, jetzt können wir uns noch ein Konsulat leisten. Noch mehr Diplomatiepunkte. So, und jetzt ist die Ratte ready. Ein Punkt fehlt.
Genau, und dann starten wir schon mal den ersten Angriff, aber wir haben noch 8 Tage. Hier ist allerdings noch zu beachten, wenn man vor den 8 Tagen fertig ist, dann springt es auf das nächste, also dann sind die Countdowns quasi weg. Also dann beendet man sich selbst sozusagen die Vorbereitungszeit. Das heißt, man will gar nicht zu schnell fertig werden, sondern man will es eigentlich möglichst genau innerhalb des Countdowns schaffen, damit man eben, na gut, wir könnten noch eine Schwarzpulverwerkstatt vielleicht machen. Schwarzpulver ist ja auch viel mehr wert, oder? 5 für 40 und hier ist es 10 für 20. Na gut, okay, aber man muss schon relativ viel investieren. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich werde mich auf die Schweinezuchten beschränken. Ja, 5 Bauern haben wir noch. Ja gut, jetzt können wir vielleicht trotzdem mal einen Pfeilmacher machen, damit wir uns schon mal ein paar Bogenschützen ready machen können. Zumindest ein bisschen was. Und danach geht es aber weiter auf Diplomatiepunkte. Also jetzt wollen wir im Endeffekt noch so viel Gold wie möglich und so viele Diplomatiepunkte wie möglich. Und jetzt führen wir auch schon mal den ersten Angriff aus. Das sind jeweils 20 von... Ach, ich dachte schon, die laufen da rechts lang. Weil hier ist nämlich eine schwere Barrikade. Genau, das sind jeweils 20 von den Stammeskriegern. Die werden hoffentlich... Also letztes Mal habe ich es so gemacht, als ich das erste Mal probiert habe, da habe ich es so gemacht. Da habe ich die hier alle mit meinem Burgherrn gekillt. Sollte ich vielleicht jetzt wieder machen, aber ich meine, ich kann ja... Wir können jetzt auch erstmal die Stammeskrieger herlaufen lassen und dann mit dem Burgherrn kommen. Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Also man braucht so oder so mindestens 2 Angriffe von der Ratte. Und ja, aber diesmal will ich halt eventuell meinen Burgherrn ein bisschen verschonen. Mal schauen. So. Genau. Ist auf jeden Fall nicht einfach, hier viel Gold zu verdienen. Das kann ich euch sagen. Das ist hier definitiv die Challenge. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Muss man fast wieder die Kleidungsindustrie angraben. Aber leider hat man dafür nicht genug Zeit. Okay. Okay, das ist schlechter gelaufen, als ich erwartet hatte. Da war halt leider ein Schwertkämpfer, der hat die wahrscheinlich alle gekillt. Ja. Das ist natürlich nicht gut. Aber das war eigentlich erwartet. Meine Armee marschiert. So. Diesmal müssten sie eigentlich durchbrechen. Der Schwertkämpfer war safe, das Hindernis. Diesmal müssten sie durchbrechen. Und wir brauchen hier... Baut möglichst schnell auch das Gold für die Botschaft. Genau. Also wir brauchen jetzt quasi noch 1000 Gold. Das ist unser Ziel. Wir haben noch 5 Tage Zeit. Okay, wir müssen den Burgherrn benutzen. Okay. Warum können die da nicht durchlaufen, lol? Das ist sehr rigged. Also sie kommen auf jeden Fall durch diesmal. Also sie werden es nicht schaffen, es einzunehmen. Ja, das ist jetzt so dumm mit diesen Barrikaden. Also das ist echt nicht gut gemacht, muss man sagen. Die stehen da halt einfach nur rum und lassen sich beschießen. Das sind keine starken Soldaten, muss man dazu sagen. Aber die Masse macht's halt. Ja. Jetzt sind eigentlich... Jetzt sind es nur noch die beiden imperialen Wachen. Die eine wird sogar noch gekillt wahrscheinlich. Oder knapp. Das heißt, noch ein Angriff, dann haben wir die auf jeden Fall im Sack. Der Reisbestand nimmt zu, Hoheit. So. Noch ein schönes Haus. Dann machen wir noch eine Schweinezucht. Noch ein Reisfeld. Alright. Okay, wir haben nur noch 4 Tage. Die Ratte muss angreifen. Meine Armee marschiert. Genau. Es müsste sich aber eigentlich ausgehen. Wir könnten zur Not auch noch ein paar Soldaten, aber wir brauchen die Diplomatiepunkte. Das ist hier das Wichtigste. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Okay, gleich haben wir die 500 Gold. Wenn wir die Botschaft haben, wird es nochmal ein bisschen schneller gehen. Mit den Diplomatiepunkten. Wir
So, die müssten da jetzt eigentlich easy durchlaufen. Außer sie werden wieder von den Barrikaden so. Nope, diesmal nicht. Ja, so sollte das eigentlich aussehen. Einfach durchlaufen und das Ding einnehmen. Let's go. Nein, ihr müsst da hochgehen und die Bogenschützen töten. Na egal, meine Leute kommen ja auch noch. Oh man. So, jetzt haben wir die 500 Gold gleich. Yes, wir haben's. Zack. Okay, jetzt sind wir beim Diplomatiepunkte farmen. Na, der hat uns jetzt im Endeffekt alle Leute vom Leib gehalten. Leider nicht hundertprozentig. Die beiden imperialen Wachen leben noch. Aber das ist ja easy peasy. So, und was hat der hier? Den können wir eigentlich überrennen. Ich glaube, dafür brauche ich den anderen Dude gar nicht. Weil ich sollte noch kurz warten. Machen wir mal langsam. Dann speichern wir mal schnell ab. Nicht, dass hier noch ein Fehler passiert. Okay. Damit bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Jetzt bräuchten wir halt noch so schnell wie möglich nochmal 500 Gold. Wir haben schon 284 Diplomatiepunkte. Ich weiß nicht, ob ich nochmal angreifen soll. Das Problem ist halt, wenn ich den losschicke, wird er wahrscheinlich hier hingehen. Und das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Also die Art, da nochmal angreifen zu lassen, ist, glaube ich, nicht gut. Das heißt, der liefert uns jetzt Äxte. Oh, der kann uns auch 200 Holz liefern. Damn. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, wow, das ändert ja nochmal alles. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Ja, das hätte nochmal alles geändert. Nicht Egal. genügend Waren. Es geht auch ohne. Also wir produzieren jetzt auf jeden Fall viel. Genau. Dann verbessern wir mal die Schildkröten hier. Wie ihr wünscht. Weil der erste Angriff kommt von rechts, das weiß ich noch. Machen wir uns schon mal für den ersten Angriff ready. Genau, und jetzt bräuchten wir halt nur noch Kohle. Und zwar nicht Kohle, sondern Geld. Und zwar ganz schön viel. Stein können wir noch ein bisschen was verkaufen. Da brauchen wir eigentlich nur gerade so genug für die Straße. Unser 421. Reichsbestand nimmt zu, Hoheit. Das reicht, das reicht, das reicht. 500. Let's go. Damit steht die letzte Botschaft. Schnell, Hoheit. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die Schuh ankommen. Damit steht die letzte Botschaft. Okay, jetzt farmen wir Diplomatiepunkte ohne Ende. Das ist auf jeden Fall wichtig. Genau. Nicht genügend Waren. Dann würde ich jetzt noch die Waffenproduktion machen. Also Eisen kaufen und Schwerter und Rüstungen herstellen. Das heißt, wir bräuchten nochmal 400 Gold auf jeden Fall. 20 Eisen haben wir ja noch. 400 Gold. Okay, wir müssen los. Schau. 400 Gold. Und die erste Schwertschmiede. Kann nicht mehr reden. Wir werden angegriffen. Fertig. Also der erste Kriegsherr ist fertig. Also ich hoffe, ich begehe hier keinen fatalen Fehler. Oh, hier sind auch noch Ressourcen. 100 Gold. Oh mein Gott. Beziehungsweise mehr wahrscheinlich. Oh mein Gott. Das ist huge. Das ist huge. Das reicht. Ja, das passt schon. Wow, sind echt alle Hilfsaxtkämpfer so schnell tot? Das ist belastend. Oh, der Burke reicht. Die haben halt wahrscheinlich nicht nur was gemacht, die sind einfach tot umgefallen beim ersten AOE-Schlag von dem. So, wie gesagt, wenn der denn jetzt killt, dann geht's direkt los, leider. Das ist ja der große Nachteil. Das ist das, was ich vorher meinte. Ich würde noch gerne zwei Pfeilmacher machen. Nicht genügend Dann können wir Waren. nur noch Soldaten ausbilden. Ja, machen wir den ersten schon mal. Nicht
genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Oh no. Und kein Holz mehr. Oh oh. Ach, die können wahrscheinlich gar kein Holz mehr abbauen. Doch, doch. Die Schuhe sind bald da. Sollen wir die Verteidigung aufstellen? Ach, das wäre nicht schlecht, ne? Das wäre doch mal eine Idee, mein Guter. Okay. Also noch ein Pfeilmacher, habe ich gesagt. Und noch eine Schweinezucht wollte ich gerade bauen. Okay. Jetzt sind wir ready. Jetzt machen wir nur noch Soldaten. Als erstes würde ich sagen, machen wir ein paar Schwertkämpfer. Bildet Bogenschützen aus. Die Axtkämpfer mache ich mal zentral, damit die immer aushelfen können, wo es gerade gebraucht wird. So, hier mal dick die Mauer bemannen auf jeden Fall. Zwei Armbrustschützen neu, ja, nice. Den Burgherrn, ja, die müssen wir halt auch verteidigen. Das wird jetzt ganz schön schwierig, sage ich euch. Das wird jetzt eine ganz schön schwierige Sache. Der braucht noch 3 Level-Ups. Uff. Nicht genügend Waren. Müssen halt auch noch das Eisen immer nachkaufen. Wir müssen halt immer noch Eisen nachkaufen. Das kostet halt auch noch viel Geld. Gold. Eine Nachricht von Sun Tzu. Beschützt unsere Kriegsherren. Da sind sie schon. Koste es, was es wolle. Wenn sie fallen, ist alles. Ah, Mauern sind jetzt maximal bemannt. Nice. Ja, der erste Angriff ist relativ easy. Das sind nur ein paar Hilfsaxtkämpfer und 2 Katapulte. Weil sie dem einen Armbrustschützen da schon ganz schön zusetzen. Ah, und ein paar Bogenschützen waren sogar dabei. Das ist aber nichts. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die hier keine Geschütztürme mehr haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Schildkröten Kriegsherren am Anfang immer noch Ding hatten. Diese Geschütztürme, wenn du sie geupgradet hast. Die haben sie jetzt aber nicht mehr. Das finde ich ein bisschen unfair. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine gute Verteidigungslinie. Die Wälder wurden alle abgeholzt, Hoheit. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Boah, das ist so teuer, ne? Aber hier haben wir zur Not ein paar Schwertkämpfer. Wer steht hier schon arbeitslos rum? Keiner. Noch nicht, okay. Vorher vernichten wir sie auch nicht. Ah ja, genau, dann können wir uns von der Ratte noch das Holz schicken lassen. Das ist aber auch ganz schön teuer, ey. Aber 200 Holz ist nicht wenig. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Okay. Jetzt muss ich... Boah. Oh no. 5? Uiuiuiui. 5 Typen hat er geschickt. 5 Schwertkämpfer. Das ist nicht gut. Gegen die will ich nicht kämpfen. Der Feind nähert sich. Das ist mir bewusst. Ja, diesmal sind es hier drüben auch mehr vor einem Bogenschützen, aber ist trotzdem nicht so schlimm. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Das reicht halt nicht. Wir machen viel zu wenig Kohle. Wir verdienen nicht genug Geld. Mist. Ja, wobei die doch ganz gut Damage kriegen. Alle Low-Life, einer Half-Life. Nicht confirmed. Er spielt ruhig noch ein bisschen Katz und Maus mit denen. Ihr habt die Bogenschützen im Nacken, Boys.
Ihr müsst keinen Schaden bekommen. Passt. Sehr gut. Ja, jetzt ist unser großes Problem Gold, nicht mehr Diplomatiepunkte. So, Schildkröte fertig. Jetzt müssen wir noch die Mauern bemannen. Was war das denn für ein Angriff? Der hier steht untätig rum. Aber die stehen alle untätig rum, ups. Die anderen drei scheinen noch was wegzuliefern. Okay, dann können die zu Schweinezüchtern werden eigentlich. Oder machen wir noch Klamottenbusiness? Aber jetzt noch ins Klamottenbusiness einsteigen ist, glaube ich, nichts. Okay. Oh, yes. Es regnet Gold. Ah, Mist, was mache ich? Oh, no. Mist, wie viel kostet der? 120. Mann. Das wollte ich gar nicht. Wir werden angegriffen. Der Feind nähert sich. Wie ihr wünscht. Okay, nice. Ja, das sieht doch gut aus. Wie sieht's hier aus? Also wir dürfen keinen Warlord mehr verlieren, ne? Wenn wir die Kontrolle über irgendeinen Warlord verlieren, dann verlieren wir. Ganz. Lass uns nochmal Holz schicken. Das müsste dann aber eigentlich reichen, glaube ich. Nicht genügend Waren. So. Was wir jetzt noch machen ist, wir schicken hier eine kleine Eskorte hin, damit der Burgherr geschützt ist von dem. Sind das nicht meine? Wieso sind... lol. Das sind halt dem seine Elomeo. Die waren wohl bei Mauerbemannen dabei. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Okay. Ja, dem Rechten müssen wir jetzt noch ein kleines Eskörtchen geben. Machen wir auch. Zack. Damit die auf jeden Fall unsere Bogenschützen da nicht so einfach killen können, die da oben drauf stehen. Und apropos Bogenschützen, da würde ich noch gerne ein paar mehr hinschicken. Da würde ich noch gerne ein paar mehr hinschicken. Die Wälder wurden alle abgeholzt, Hoheit. Das sollte reichen. Unsere Holzfäller können kein Holz mehr sammeln. Arbeitslos, arbeitslos, arbeitslos. Okay. Ja, wir können ja auch nur diese Seitenraupen machen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz für so viele Gebäude. Das kann da nicht. Und die kosten auch ziemlich viel Holz, deswegen. So. Ihr kämpft gut, aber ihr dürft nicht nachgeben. In tausenden Kriegen ist eine Niederlage eine zu viel. Bauern werden benötigt, Hoheit. Okay. Dann schicken wir uns mal ein paar Äxte von dem. Hier können wir nichts mehr machen. Hier, die können uns auch Holz schicken. Jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sehr viele Diplomatiepunkte haben. Und das dürften dann eigentlich auch immer mehr werden. Ich glaube, da kann man sogar riskieren, nochmal zu speichern an dem Punkt. So, also wir haben alle... Also die Warlords hier unten sind auf jeden Fall stark gesichert. Welche nicht gesichert sind, sind die hier. Letztes Mal habe ich es aber auch nicht miterlebt, dass die angegriffen wurden. Aber ich gehe natürlich kein Risiko ein und schicke schon mal 20 von denen hin. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Und dann noch ein paar Bogenschützen. Oh, da kommt der nächste Angriff. Oh, der ist jetzt schon ein bisschen heftiger. Aber dadurch, dass sie nicht direkt loslaufen, verlieren die halt erstmal direkt die Hälfte ihrer Soldaten. In einem Pfeilhagel. Plus die Hälfte ihrer Katapulte anscheinend auch noch. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Jetzt läuft die doch langsam mal so ein bisschen eine Production. Nicht genügend Waren. Yes.
Jetzt haben wir langsam ein bisschen Gold. Dann können wir fast noch ein überragendes Haus bauen, dass unsere Bauern auch nicht unzufrieden sind. Steuern können wir noch erheben. Der Feind nähert sich. Noch ein bisschen Reis. Oh oh. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der die Ratte angreift. Die habe ich ganz vergessen. Die Ratte habe ich ganz vergessen. Uiuiuiuiui. Die kommen gerade so rechtzeitig, glaube ich. Aber der ist ja maximal verbessert, der Warlord, muss man natürlich dazu sagen. Also, der würde jetzt bei 3 Schwertkämpfern wahrscheinlich nicht mal in krasse Bedrängnis kommen. Der räumt jetzt hier ein bisschen die Welle auf, sollte aber auch nicht kritisch werden. Hier unten stehen ja noch ein paar Schwertkämpfer zur Sicherheit. Okay, der hat es überstanden. Nice, hat jetzt auch noch eine kleine Leibwache. Dann kann er uns nochmal Äxte schicken. Passt. Oh mein Gott, der wird schon... Der wird gleich nochmal angegriffen. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Wieso kann ich keine Soldaten mehr ausbilden? Oh, weil ich keine Waffen mehr habe. Ah ja, stimmt, da war ja was mit Eisen kaufen. Ganz vergessen. Hey, steht da nicht so untätig rum. Oh, es sind jetzt ganz schön viele, die da hochgekommen sind. Auf die Welle. Wir werden angegriffen. Wie ihr wünscht. Hier drüben werden wir schon wieder angegriffen. Wie ihr wünscht. Naja, gut, soll aber auch kein Problem. Alter, der kommt ja schon wieder. Was zum Teufel? Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es nervt. Ach, der kann auch die Mauern bemannen. Ach ja, stimmt, der hat ja auch die Dinger. True, der kann sich, die können sich ja selber verteidigen, die Pandas. Ganz vergessen. Ja, ich lasse sie trotzdem hier stehen, das passt schon so. Unser Burgherr steht ja immerhin da drüben. Wenn der da drüben steht, dann kann man da ja nicht zu wenig hinschicken. Wir haben 8 Bauern, aber wir haben keine Waffen. Ah, der soll mal seine Burg reparieren. Oder wie muss ich die selber zerstören? Okay. Dank sei dem Himmel, dass der König uns Verstärkung geschickt hat. What? Die hätten wir gar nicht gebraucht. Waren wurden verschickt. Verstärkung. Sind doch keine erbärmlichen Lose. Das ist die Verstärkung. Den Raketenwerfer, den kann man gleich da stehen lassen. Und wenn er zerstört wird, verbrennen die alle beim nächsten Angriff. Wow, was für eine Verstärkung. Nicht genügend Waren. Ja, jetzt läuft's. Diplomatiepunkte, Gold, Waffen, alles in Überfluss. Vorhanden. Aber das Spiel fängt auch wieder an zu laggen. Gespeichertes Spiel überschreiben? Zu viele Sachen in einem Gebiet. Ich find's so krass, dass wir trotzdem keine Waffen haben. Obwohl der uns, glaube ich, jedes Mal 20 Äxte schickt. Mit so einer Lieferung. Crazy. Na gut. Dann können wir jetzt sogar mal auf Geschwindigkeit schnell umsteigen. 9 Tage sind es auch nur noch. Uiuiuiui. Hat er wieder Leiterträger? Ne, diesmal nicht. Okay. Das heißt, der kann nicht wirklich viel machen. Die Bogenschützen hier stehen irgendwie blöd. Was machen die denn hier? Oh, habe ich die gerade dahin geschickt?
Hab ich die echt dahin geschickt? Du kannst mich gar nicht mehr dran erinnern. Kurzzeitgedächtnis for the win. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Nicht genügend Waren. Können fast noch eine Schwert- und Axt... Schwert- und Rüstungsschmiede können wir fast noch machen. Bin ja richtig reich hier. Kann mir ja richtig viel Eisen leisten. Nicht genügend Waren. Ja, das sieht auch gut aus. Überall stehen Schwertkämpfer. Zur Sicherheit. Das heißt, wir können auf jeden Fall niemals böse überrascht werden. Oder irgendwie so, ja, bla. Der killt mal schnell den Warlord mit seinen Typen. Der Feind nähert sich. Eure Waren wurden verschickt. Wie viel Holz haben wir denn noch? Oh, nur noch 68 tatsächlich. Okay, der Angriff ist relativ heftig mit zwei Feuerpfeilwagen. Das ist relativ heavy. Wie ihr wünscht. Ah, ich habe nicht mehr genug Diplomatiepunkte. So viel zum Thema, alles im Überfluss vorhanden, ne? Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Eure Waren wurden verschickt. Ja, Waffenproduktion ist ja das Einzige, wo ich jetzt extrem gespart habe. Da habe ich halt fast gar nichts. Also wir produzieren halt voll wenige Waffen nur. Aber das Ding ist halt, du brauchst es halt eben auch nicht. Wenn du die Diplomatiepunkte einfach farmst, dann kannst du ja die Schildkröte im Endeffekt alles verteidigen lassen. Sieht man ja. Funktioniert ja einwandfrei. Und ja. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Schon ist es fertig. Mehr musst du gar nicht machen. Ich werde angegriffen. Alter, unsere Bogenschützen hier wurden alle ausgelöscht. Diese verdammten Feuerpfeilwagen. Ihr benötigt Waffen. Der benutzt einfach seine Schwertkämpfer als Schutzschilde. Das ist so dämlich. Der Feind nähert sich. Bis jetzt nur noch auf die Ratte gehen, weil sie eingesehen haben, dass sie die Schildkröten nicht einnehmen können. Wie sie sich jetzt die Ratte holen wollen. Feiglinge. Ja, der kann leider nicht die Mauer bemalen, aber alle anderen schon. Ja, bei den Panda-Bären, das habe ich voll vergessen, aber die werden ja eh nicht angegriffen, deswegen spielt das keine so große Rolle. Ja gut, jetzt kommen die Angriffe schon in ganz schön schnellen Dingern. Immer schneller. Also es reicht halt trotzdem nicht. Vor allem Kavallerie bei einer Burgbelagerung ist halt irgendwie auch so. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Sollen die machen, die Pferde die Burgmauer hochtragen? Und hier habe ich mittlerweile eine kleine Armee. Die können wir ja noch reinschicken. Bauern werden benötigt, Hoheit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier jemals übermannt werden, komplett auf Null. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Ein paar Quatschköpfe nähern sich vielleicht. 3 Tage Cooldown haben wir noch. Nochmal abspeichern. Nicht, weil ich Angst habe, dass wir verlieren, sondern ja, weil ich Angst habe, dass das Spiel jetzt abstürzt, weil ich jetzt Geschwindigkeit nochmal erhöhe. Oh no! Die haben es auf meine Bogenschützen abgesehen. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Bauern werden benötigt, Hoheit. Jetzt übertreiben sie es noch mal ein bisschen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Jetzt haben sie tatsächlich die Burgmauer komplett durchbrochen. Auf der Seite. Naja, haben wir jetzt einige Leute verloren wegen den Armbrustschützen. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Dingto. Ist auch nicht so schlimm. Werden benötigt, Hoheit.
Oh, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen schlimm. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Der Feind nähert sich. Okay, ein bisschen schlimm ist es vielleicht doch. Wie ihr wünscht. Was nice ist, dass man die immer wieder losschicken kann, die Bogenschützen. Und die helfen dann ja so gesehen auch bei der Verteidigung. Bauern werden benötigt, Hoheit. Naja, die werden nichts ausrichten. Oh, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das noch reicht. Wir werden angegriffen. Der Feind greift an. Oh oh. Hat einen letzten Angriff auf unsere Kriegsherren gestartet. Wir müssen durch. Oh oh. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Vielleicht reicht's noch, um die hier zu holen. Vielleicht reicht's noch, um diese Nachhut zu holen. Also hier, glaube ich, müsste's kein Problem geben. Also der Angriff ist schon ausgeschaltet eigentlich. Da können wir eigentlich auch schon fast die hier losschicken. Ob die noch rechtzeitig kommen, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Warte mal, machen wir es ganz anders. Oh nein, ich wollte die eigentlich hier hochschicken, oder? Direkt. Und die Schildkröte, Mauern bemannen. Es gibt zwar keine Mauern mehr, aber egal. Einfach nur, dass da viele... Oh mein Gott, no! Oh, das wird nicht reichen wahrscheinlich. Oh nein, holt euch die Armbrustschützen, das passt schon. Puff. Oh no. Das hätte ich früher hinnehmen müssen. Aber wenn man... Oh mein Gott. Ah, das sind zu viele gleich. Loi hat sogar einen General. Oh mein Gott. Ja. Kämpf mit, du Idiot. Solange es noch so wenige sind. LOL. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das tatsächlich noch durchgehalten hätten. Es wäre knapp geworden vielleicht. Da hätten jetzt eigentlich noch eine Menge Schwertkämpfer von mir nach und nach eintreffen müssen, aber die wären wahrscheinlich zum Großteil zu spät gekommen. Oh boy. Ja, aber krasse Mission auf jeden Fall. Vor allem, weil die Zeitlimits so kurz sind. Vor allem das erste ist ziemlich kurz, 15 Tage. Und du musst von Null anfangen im Endeffekt. Du hast 3 Reisfelder, kein Holzfäller und eigentlich wirklich gar nichts. Also, ja. Aber nice. Und ja, danke fürs Einschalten. Würde mich sehr über einen Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.